Jo, da sind wir da bei Silent Hill 3. Beim letzten Mal, ja, wird diese Frau dafür büßen, was sie uns an unserem Vater angetan hat. Und jetzt, können wir da durch? Ah, sind wir wieder im Wohnzimmer. Ja, da liegen Bücher. Wir gucken uns gerade noch ein bisschen in unserer Wohnung um. Ich hab Licht. Ach, ich habe Licht sogar aus. Gab die ganze Zeit. Das Monster ist tot. Außerdem wartet Douglas draußen. Das ist normaler Fernseher. Wenigstens funktionieren in unserem Haus noch alle Türen. Ah, da scheint ihr Zimmer zu sein. Ja, du möchtest gerade nicht schlafen, stand da wahrscheinlich. Ein Elektroschocker. Und Batterie. Und noch mehr Batterien. Warum hast du einen Elektroschocker? Oh, du hast sogar ein eigenes Badezimmer. Nice. Aber na gut, du bist auch ein großes Mädchen dafür. Achso, du guckst zur Tür. Und wo ist denn das Badezimmer deines alten Herrn? Hier haben wir die Küche. Hier irgendwas. Kein Hunger. Nichts. Kein Hunger. Nö, hier ist nichts. Wo ist denn das Badezimmer deines Vaters? War das die andere Tür hier vorne? Ah ja. Oh, hier ist auch nichts. Achso, das Badezimmer ist wahrscheinlich genau hinter der Wand da. Gut, wir haben einen Elektroschocker. Ist das eine Nahkampfwaffe? Schon, ne? Ich guck mal eben. Waffen. Da, Elektroschocker. Prüfen. Für alle Fälle. Mhm. Ah, ich könnte jetzt mal wieder meinen Katana ausrüsten. Speicherpunkt war hier. Ich kann mal gleich mal gucken, wie viel Munition wir eigentlich haben, weil... Außer jetzt für die Bosskämpfe verschwende ich sie ja gar nicht. Die Musik ist nebenbei gerade ganz schön die ganze Zeit schon. 159 und 14. Gut, beim nächsten Mal benutze ich vielleicht mal die Pistole beim nächsten Bosskampf. Ah, jetzt kommen wir auch vorne raus. Wobei, hat er nicht gesagt, er wartet hinterm Haus? Gut, ich sag nichts. Ich habe mit einem Mann namens Vincent. Vincent? He's a friend of yours, right? I'm not sure. He said when we get to Silent Hill to look for a guy named Leonard. And he gave me this map. Hmm. What do you want to do? We can't trust him, but we've got no other choice. Dann mal auf die Suche nach Leonard. Leonard. Here, take this too. What's this? Your father was holding it. To my dear daughter. Ja? Dürft ihr auch wieder was sehen? Danke. Na? Started raining. Ah, you don't say. Sleeping. I'm awake. You cold? What's the deal with Silent Hill anyway? It used to be a nice, quiet little town. But now... You've been there? Once, on a missing persons case. Never did find him. But I'll tell you, that's one screwed up town. My line of work, you hear a lot of nasty rumors. I was born and raised there. Sorry, I didn't mean to offend you. No offense taken.
Anyway, I thought you grew up in Portland. What's wrong? Feeling sick? My head's pounding, like the worst hangover ever. Maybe your car's sick. No. I'm just trying to remember. My childhood. Something terrible happened in Silent Hill 17 years ago. A woman named Dahlia. She tried to summon the ancient god of the town. She offered up her very own daughter. That's crazy. Maybe so, but it worked. The girl gave birth to a god. You see, that girl had special powers. Powers? Her classmates called her a witch. She could make things happen with her mind. She could kill people just by wishing for it. But in the end, that god was killed by a single person. My father, Harry Mason. I guess it wasn't much of a god if it could be killed by a human being. Claudia's trying to do the same thing again. And I've been chosen as the sacrifice. You've got some kind of power in you too? After the god was killed, the girl reappeared. She was holding a baby in her arms. Before she died, she gave the baby to my father. He loved me just like I was his very own daughter. Even though he didn't know who or what I was. Was so sudden. I never had a chance to tell you how happy you made me. Safe Story erfahren. Was ich mir jetzt aber frage, weswegen war Harry in Silent Hill 1 jetzt überhaupt in Silent Hill? Also anscheinend hat er am Ende Heather mitgenommen, was ihm von einem Mädchen gegeben wurde, was er wohl besiegt hat. Irgendwie so. Aber weswegen war er dort überhaupt? Ist immer noch eine gute Frage. Somebody head for that Leonard guy's house. You check out the hospital. Das Krankenhaus. Get the map, right? Yeah. Gonna be okay alone? I'm not a child, you know. Are you sure it's not you who's afraid to be alone? You're right. I am afraid. 50-something years old. I've never seen nothing like this. I still feel like I'm dreaming. More like a nightmare, I'd say. Yeah. I want to wake up and have a smoke already. Meet me back here when you finish looking around the hospital. Okay? Roger. Thank you.
Ui, wir dürfen ins... Wie hieß das? Alchemilla? Krankenhaus? Irgendwie sowas in der Art, glaube ich, hieß das. So, wir sind nun im Jack's Inn und wir sollen ins... Nee, Brookhaven Hospital. Das ist da oben der Toluca Lake. Immerhin, das ist hier gleich. Scientist Society, Nathan Avenue, Pete's Ballorama, Texas, Yes, Heaven's Night, Carroll Street, Randall Street, Cut Street, Munson Street, Blue Creek Apartment, Parking und Rosewater Park. Eine Menge Sachen. Was ist das denn? Ach, Speicherpunkt. Guck ich gleich mal. Ah, ist hier in dem Raum vielleicht noch irgendetwas? Das eine oder andere Heilteil. Das Badezimmer. Ja, hier geht's raus. Ist hier noch was? Hast du irgendwas gesehen? Achso, du guckst noch so einen Speicherpunkt. Und wir sind im Motel. Jo. Gut, die Folge geht noch ein paar Minuten. Das heißt, wir können uns ja gleich in der Umgebung noch ein bisschen umschauen. Ist Tag draußen? Taschenlampe? Geht meine Taschenlampe gerade nicht mehr? Nee, die ist an. Auch wenn das nicht so wirklich aussieht, als wäre sie an. Naja. Ja. Tatsache ist wirklich Tag. Also, wir sind... Ah, 106 ist unser Haus. Ja, sieht man auch. In die anderen können wir anscheinend nicht rein, denn die reagieren ja noch nicht einmal. Und es ist verdammt neblig hier. No backing in. Also soll man wohl immer mit dem... Gut, ich habe gerade keine Waffe ausgerüstet. So, besser so. Nie rückwärts einparken heißt es dann wohl. Auch nichts. Da, ja, da geht's wohl raus. Boah, ist das hier neblig. Ich meine, im Film von Silent Hill wurde erklärt, warum es immer so neblig hier ist. War das nicht irgendwie so, dass hier irgendwie ein... Wow, ist ja gar nichts mehr. Ein Untergrundvulkan ist oder sowas und der... Ja... Haut die ganze Zeit hier irgendwie irgendwelches Gas in die Luft und deswegen ist es immer neblig in Silent Hill. 104. Ach, jetzt sind wir wieder bei uns. Okay. Dann gehe ich mal in die andere Richtung von hier aus gesehen. 106. Hier scheint... Achso, das ist ein Beet. Okay. Das heißt, im Hotel ist wirklich gar nichts. Das, dann speichere ich hier und beim nächsten Mal erforschen wir endlich Silent Hill. Ja, das heißt, wir wollen dann... Da geht's nach unten weiter. Ah! Lakeside Amusement Park. Hotel. Ist hier unten noch irgendwas? Rosewater... Moment, war der Rosewater Park nicht oben? Hä? Moment mal. Ach so! Das ist einfach nur ein bisschen reingezoomt in den Bereich da unten. Und eventuell werden wir nachher auch da oben hingehen, wenn das schon eingezeichnet ist. Okay. Dann speichern wir mal. Wir haben... Ja, was haben wir jetzt erreicht? Wir haben die Gebäude, dieses Bürogebäude abgeschlossen. Und sind nun endlich in Silent Hill angekommen. Unser Vater ist tot. Und wir werden ihn dafür rächen. Okay. Dann, das war's mal wieder von Silent Hill. Bis zum nächsten Mal. Ciao.